Weil ich vorher von demütigenden Volksfesten geredet habe, das kam nicht von ungefähr. Unser Elendsreporter Hermes war bei der Eierspeisshow am Ostermarkt in Raabs an der Theier. Und das hat es auch in sich. Ziehen weg, mit der Wirtschaft geht's bergab. Und die Theier besucht die Einwohner einmal pro Jahr im Wohnzimmer. Mit Schmückung und Show wird hier versucht, die Massen auf den Hauptplatz zu locken. Na, unsere Angelina, die macht immer super Einlagen und die hat man auch schon ein paar Mal im Fernsehen bei den Beiträgen gesehen. Unter anderem beim Tom Turbo. Andere weiß ich momentan jetzt nicht. Sie sind, glaube ich, der Sohn, oder? Ja. Auch der Osterhase mischte sich unter die Eierspeis-Schaulustigen. Was bedeutet Ostern für Sie? Ostern, ja. Wir haben auch eine Bäckerei am Hauptplatz und da gibt es eh viel zu tun. Nach diesem Orgien-Mysterientheater und dem Delektieren an der Hühnerleibesfrucht begleitete ich die drei Verrückten vom Wirtschaftsbund noch zur Afterparty beim hiesigen Fleischer und Selcher. Besuchen Sie auch die Kinder? Ja. Na, die Kinder nicht, nur am Hauptplatz. Ich wünsche mir vom Osterhasen ein Sturmgewehr. Was ist du Fake? Den Osterhasen gibt's gar nicht. Aber sei nicht traurig, mein Kleiner. Wir sind